Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Und heute wagen wir uns an was ganz Neues, deswegen habe ich eine neue Klasse aufgemacht. Wir machen heute Commands. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen auch direkt an mit der Erklärung, was Commands überhaupt sind. Denn an sich haben wir ja schon mit Commands gearbeitet, nur eben über den Message, das Message-Event. Das heißt, wir haben eine Nachricht eingegeben, haben geprüft, ob die genau so ist. Und wenn sie so ist, dann haben wir etwas gemacht. Discord Py hat dafür eine ganz eigene Library direkt eingebaut. Und die werden wir heute benutzen und ihr werdet sehen, es wird so unglaublich viel einfacher. Und deswegen machen wir heute ein paar Basics dazu. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch ein bisschen eher drauf eingehen und speziellere Fälle behandeln. Wir fangen mit einer komplett neuen Klasse an. Ihr könnt gerne auch eure umschreiben, aber das wäre mir jetzt zu viel Arbeit. Deswegen fange ich mit einer neuen an. Wir beginnen mit from discord.ext, das sind die Extensions, import commands. Also jetzt haben wir quasi dann die Command-Klasse importiert, mit der wir das alles machen. Und jetzt aufpassen direkt, wir müssen unseren Bot jetzt auch anders erstellen. Wir können jetzt nicht einfach den Bot mit discord.client erstellen, sondern wir machen jetzt bot ist gleich commands.bot. Und hier können wir jetzt direkt unseren Präfix übergeben. Das heißt, wir machen command-präfix ist gleich. Und jetzt sagen wir wieder unser Ausrufezeichen. Da könnt ihr jetzt irgendwas reinschreiben. Das nimmt ihr dann direkt für eure Commands. So, hier unten habe ich schon meinen Token. Den tun wir jetzt mal umschreiben auf bot.run. Das ist ganz normal geblieben. Und jetzt haben wir schon unseren Bot so, dass er online sein könnte. Jetzt wollen wir natürlich ein paar kleine Commands schreiben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit etwas ganz, ganz Einfachen an. Und zwar, dass wir dem Bot etwas sagen oder schreiben und er wird das einfach wiederholen. Dafür machen wir @bot.command und hier jetzt eine async def say. Hier müssen wir jetzt aufpassen, wir übergeben jetzt ctx, das ist der Kontext, wo an sich alles drin ist. Und jetzt das Argument. Zum Beispiel jetzt arg. Machen wir einfach await ctx.send, weil ctx ist in dem Fall jetzt auch unser Channel. Und übergeben das arg wieder. So, und wer es glaubt oder nicht, das war an sich schon das erste eigene Command. Wir starten den Bot jetzt mal. Und ich switch mal rüber auf den richtigen Discord. So, wir gehen jetzt hier rüber. Machen wir hier mal say, hallo, hallo. So, und jetzt zeige ich euch etwas, was jetzt gerade noch nicht geht. Wir können jetzt hier say, hallo, hallo, Welt. Macht er nur hallo, weil das eben nur das erste Argument ist. Wir können slash say, passiert gar nichts. Beziehungsweise, es kommt ein Fehler. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen werden wir diese zwei Fälle jetzt kurz behandeln. Tun wir einmal nochmal den Bot stoppen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit denen, dass mehrere Wörter zu einem Argument gemacht werden. Das ist super easy. Ihr könnt in jedem Befehl das letzte Argument einfach, ihr wollt es zusammenfügen. Dafür macht ihr hier ein Sternchen, Komma dazwischen. Und jetzt würde er quasi alles, was dahinter steht, ab diesem Argument, also wir könnten hier vorne dran auch noch ein anderes Argument hinzufügen, aber alles da hinten würde er jetzt zu einem String machen. So, und jetzt machen wir auch gleich noch, dass der Fehler nicht kommt. Und dafür bauen wir uns eine Custom-Fehlermeldung ein. Und das machen wir mit @say, also wie der Befehl von uns heißt, .error. Und ist auch eine async def. Und die nennen wir jetzt say-error. Und übergeben auch wieder ctx. Und jetzt den Error. Doppelpunkt nicht vergessen. Jetzt fragen wir ab, was für ein Error das ist. Das machen wir mit ifIsInstance. Jetzt übergeben wir den Error. Und jetzt müssen wir sagen, was es für ein Error ist. Und das wäre der Missing Required Argument, wenn da ein Argument fehlt. Das heißt, wir machen jetzt hier commands.missingRequiredArgument, genau. Das schlägt uns auch direkt vor. Und da können wir jetzt einfach dann eine Message rausgeben, if awaitctx.send bitte gebe an, was ich sagen soll. So.
formatieren. So, und jetzt können wir das auch schon mal wieder ausprobieren. Starten den Bot, gehen hier rein, mach einfach nur say, bam, bitte gebe an, was ich sagen soll und kein Fehler. Oder wir machen say, hallo, hallo, Welt. Bam, hallo, hallo, Welt. Schau, da haben wir schon mal ganz easy mit so unglaublich wenig Code was richtig Cooles hingebracht. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein paar coole Sachen, die wir auch noch machen können. Wir können zum Beispiel ihm auch sagen, dass er etwas Spezielles mit der Eingabe direkt machen soll. Wir wollen zum Beispiel jetzt, dass er schreit. Dass unser Bot immer schreit, also in Caps schreibt. Das heißt, wir kopieren uns jetzt einfach mal die beiden Commands. Den Command und den Error, sorry. Und nennen den jetzt einfach mal Caps. Und hier auch die an den drei Stellen Caps. So, an sich macht das genau dasselbe. Es sagt einfach nur, was da gemacht werden soll. Wir tun das hier jetzt einfach mal auf Schreien ändern. So, und jetzt wollen wir quasi sagen, er soll alles, was da reinkommt, direkt in Caps schreiben. Und dafür machen wir uns hier oben jetzt einfach mal eine Hilfsmethode. Nämlich eine def caps please zum Beispiel. Und da übergeben wir den Text. Und hier tun wir direkt jetzt einfach nur return text.upper. Upper macht quasi den Text einfach groß in Caps. Und ja, und jetzt müssen wir hier bei dem Caps hinten dran, hinter dem Arc, einfach nur Doppelpunkt Caps unterstrich PLS please machen. Keine Klammern hinter, weil wir direkt die Funktion dazu übergeben. Oh, das können wir jetzt direkt nochmal ausprobieren. Tun wir neu starten. Jetzt gehen wir hier rein. Caps. Hallo. Mom. Bam. Schreit der da rum. Wenn wir jetzt einfach nur Caps angeben, dann sagt er, bitte gebe an, was ich schreien soll. Genau. Jo, und jetzt machen wir noch ein kleines Command, wo wir ein Member übergeben können. Tun wir den nochmal wieder stoppen. Und machen jetzt hier zum Beispiel, wir wollen gerne, wir sind sehr böse, wir wollen unsere Member auf dem Server töten. Das heißt, wir machen addbot.command und machen jetzt hier ein async def kill. So, hier haben wir wieder ein CTX und jetzt als Argument übergeben wir ein Member Doppelpunkt und das ist ein Discord.member. Hier müsst ihr wieder mit Alt Enter den Import Discord machen. Denn das ist wieder ein ganz normaler Discord-Member, den wir dann importieren wollen. Jetzt machen wir hier await ctx.send und zwar ein f-String. Ups. Das haben wir auch letztes Mal gelernt, wie man f-Strings macht. Und hier machen wir jetzt member.displayName wurde gekillt. So, und damit da direkt kein Fehler kommen kann, wenn irgendwas nicht stimmt, machen wir direkt auch die Error-Message dazu. Kill.error. Jetzt wieder eine async def kill unterstrich error ctx, error. Jetzt machen wir hier eine if is instance und das ist jetzt ein anderer Error, nämlich ein commands.badArgument. Wenn dieser Spieler zum Beispiel nicht auf dem Server ist. Und hier machen wir jetzt await ctx.send. Ich kann diesen Member nicht finden. So. Tun wir den Bot wieder starten. Und machen jetzt kill Janis. Bam, Janis wurde gekillt. Wir machen kill einfach nur Janis. Janis wurde gekillt. Wir machen kill irgendwas. Ich kann diesen Member nicht finden. Jo, und dementsprechend haben wir super easy heute gelernt, was Commands sind und wie man mit denen umgeht. Wir werden in der nächsten Folge nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und dann auch direkt schon ein paar Beispiele machen. Und damit ihr es nicht vergesst, wenn wir auf unser Melionnet Discord 500 User erreichen und glaubt mir, wir sind fucking nah dran. Ich kann es mal kurz zeigen, wir sind schon bei 484. Dann habe ich versprochen, kommt ein geiles Global Chat Tutorial. Da zeige ich euch, wie ihr einen Global Chat programmieren könnt. Eventuell auch direkt hier mit unseren Commands. Das heißt, kommt auf den Discord, erster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Gravity, take me up as...
Soul.